Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, wir befinden uns heute auf einem neuen Server und zwar auf die Harte Hunde. Das ist ein PvE-PvP-Server und soll ein Hardcore-Server sein. Ich habe jetzt meinen Charakter soweit erstellt und wir gehen mal eben so auf den Server und schauen, was uns da so erwartet. Ja, wie ihr ja wisst, Staffel 3 ist bei mir halt jetzt ein wenig anders. Wir hüpfen von Server zu Server so nach 4 bis 6 Runden oder so und schauen uns einfach mal an, wie die Server so sind. Vielleicht für irgendjemanden, der Interesse an Hardcore-Spielen hat. Und ja, vielleicht schauen wir uns einfach demnächst einmal normale PvP-PvE-Server an. Aber gerade im Moment vielleicht einfach mal Hardcore-Server. Ja, und wie eigentlich immer, wisst ihr ja, es dauert irgendwie ewig, dass ja, das Zeug irgendwie geladen wird. Ja, schon der super tolle Empfang hier. Also wir haben anscheinend direkt Unwetter hier. Obwohl bei einem Unwetter bin ich vom Fallschirm auch noch nie abgesprungen hier in dem Game. Könnte man ja direkt mal schauen, wie das so aussieht. Okay. Unwetter ist anscheinend weg oder so, ich weiß es noch nicht. Aber es sieht schon wieder nach ja, Schnee aus, Schneegebiet. Gucken, ob hier die Karten aktiviert sind. Okay, Karten sind aktiviert. Ich denke mal, die PvE-Zonen sind die weißen, vermute ich jetzt einfach mal. Von daher versuchen wir mal da reinzukommen. You have entered new zone, custom region, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was jetzt hier ist. Wir schauen jetzt einfach mal. Da unten ist zumindest schon mal ein kleines Häuschen, was wir looten könnten, aber wie ihr wisst. Erstmal. Secure communication Ja. with human asset established. Greetings, human asset. Erstmal Welcome muss to die Dame mich hier Survival. wieder voll sabbern, wo ich Deployed eigentlich by gar the keine Lust Checkpoint drauf habe. Corporation. Also ich finde, die Entwickler Authorization is könnten deployed das by the ruhig Company mal Compliance ändern, dass Division. man das skippen kann oder so, weil Artificial Intelligence created by the Leute, die Checkpoint halt Operations Scum Task with overseeing schon the Scum ewig spielen, Failover, wissen halt, including was the es ist und preparation wie of wir das human machen assets. könnten. If you wish to activate the tutorial, please do so on your journal interface. Secure channel closed. Weil ganz ehrlich, die Leute, die Scum ewig spielen oder länger spielen, die wissen, wie es funktioniert. Und dass man das wirklich jedes Mal wieder aufs Neue hören muss, finde ich halt auch nicht so toll. Weil irgendwann ist es eigentlich echt nur noch nervig. Vor allen Dingen, ihr kriegt es ja mit, bei jedem neuen Server, wo ich drauf bin, kommt der ganze Kack wieder von vorne. Wäre wirklich schön, wenn man sowas skippen könnte. Dass man dann halt nicht ewig hört, was da gelabert wird. Oder es einfach komplett überspringt. Aber dann auch nur für Leute oder von Leuten, wo man halt weiß, die spielen das häufiger oder haben es häufiger gespielt oder so. Ich denke mal, das kann man ja irgendwie einstellen. So, in kleine Stücke zerteilen. Ja, wie ihr wisst, wenn ich alleine auf einen Hardcore-Server gehe, mache ich meine Int immer auf 5. Das hat schon alleine den Vorteil, dass ich goldene Schlösser herstellen kann. Und ist halt. Jetzt brauche ich doch noch einen. Und ist halt, wenn man allein unterwegs ist und sonst keiner hat, der goldene Schlösser herstellen kann, echt schon eine Bereicherung. So, jetzt muss ich kurz schauen. Einmal das herstellen. Dann bauen wir uns auch gleich direkt Axt. Rüsten wir dann am besten auch direkt aus. Den Stock können wir auch mal mitnehmen. Vielleicht brauchen wir den gleich noch irgendwie. Keine Ahnung.
Das brauchen wir jetzt gerade definitiv nicht. Hebel könnte man vielleicht mal mitnehmen für unterwegs zum Essen, wobei ich auch glaube, dass die nicht benötigt wird. Also nein, ja. Also ich weiß auch nicht, wie hier so die Einstellungen sind auf dem Server. Ich weiß halt nur, dass es ein Hardcore-Server sein soll. Es kann auch sein, dass hier die Loot-Einstellungen und so eigentlich alle auf normal sind. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich habe auch irgendwie leider keinen Discord-Link gefunden, wo man eventuell nachgucken könnte. Oh, Moment. Wir hatten 100-End-Server, Hardcore-Survival, Regeln im Discord. Discord, okay. Bitte keine Fahrzeuge, Horten, Schlösser, bitte nur an Gebäuden, die als Basis dienen. Minen erlaubt, keine Durchgangswege, Straßen, Brücken und Engstellen blockieren. Admin the Denny, okay. Okay. Ja, fürs nächste Mal gehe ich mir dann mal den Discord-Server angucken. Und heute machen wir das dann halt mal so. Jetzt haben wir noch keine Zombies gehabt irgendwie. Ja, mit Ausdauer sind wir halt Experte. Oder habe ich jetzt mal auf Experte gemacht? Und halt so. Ja, Quatsch, da was. Also ich bin Ausdauer-Experte und Laufen halt noch nicht so, aber durch das ganze Laufen sollte das ja vielleicht sogar mal komplett hochgehen. Ich glaube, so werde ich das jetzt immer einstellen, dass die Ausdauer halt komplett Experte ist. Nur das Laufen halt selber nicht, weil ihr habt es jetzt auch die letzten Male so oft mitbekommen. Es geht eigentlich ziemlich schnell, das Zeug hochzuleveln. Schon alleine durch das ganze Laufen, was wir eigentlich die ganze Zeit nur machen in den Games. Wenn ich es nicht vergesse, schauen wir einfach mal, was wir nach, weiß ich nicht, 4 bis 6 Staffeln oder so, oder 3 bis 6 Staffeln, je nachdem, wie wir das dann hinbekommen. Ja, wie es hier aussieht. So, Dauer ist voll, dann geht's weiter. So, ich wollte weiter Richtung Norden, also da irgendwo, obwohl so ein Stück rechts ist vielleicht gar nicht verkehrt. Schauen wir mal, wie es läuft. Ist auch gerade gar nicht gut. Also zumindest ist es schon mal ein Hardcore-Server, wo auf jeden Fall die Map dabei ist für Leute, die vielleicht eher das Hardcore lieben, aber sich nicht ohne Map auskennen oder so. Vielleicht gar nicht verkehrt. So ab und an. Ja, auch bei den anderen Servern, wo ich gespielt habe oder auch spiele ohne Karte. Also erwische ich mich auch immer wieder dabei, dass ich die M-Taste drücke, um halt ja. Ach so, genau, um halt die Himmelsrichtung zu finden oder zu wissen, wo ich gerade bin. Yep. Eigentlich ein bisschen links hoch. Noch nicht mal, was da oben war, ist keine Ahnung. Obwohl, ne, ist das nicht direkt wieder. Ach, ja, ich glaube, ich weiß, was es ist. Das dürfte direkt schon wieder die Mine sein, die ich gefunden habe.
Okay, dann schauen wir einfach mal, was hier so abgeht. Übrigens, na, Quatsch. Soll sich hinlegen. So. Ja gut, es scheint irgendwie ein relativ kleiner Server zu sein. Also der hat nur 20 Slots, aber es sind bis jetzt auch nur 8 Mann auf dem Server, so wie es aussieht. Benz, hä? Team? Gibt nur ein Team, okay. Ja, ein Team, 8 Mann. Und schauen wir doch einfach mal, wie es hier so läuft. Vor allen Dingen genauso schlecht wahrscheinlich wie auf den anderen Servern, dass man, also jetzt nicht von den Servern her, also die Server sind eigentlich so super. Nur halt vom Game her, dass man halt durch die Zombies schlägt. Das meine ich halt. Aber bei 8 Mann und eventuell 64 Fahrzeugen könnte es ja vielleicht möglich sein, dass man hier sogar mal ein Fahrzeug erwischt oder so. Eine Säge, die packe ich doch auf jeden Fall mal mit. Jetzt direkt auch einen Rucksack oder sowas finden würde, wäre super nice. Nein, aber Pins. Ah, ich weiß nicht, ob ich die brauche. Ich glaube eher nicht. Das brauche ich nicht. Ein Brot. Ein Brot ist natürlicher. Halt, nee. Brot kriege ich, glaube ich, nicht. Ich kriege ein Brot in die Hosentasche, okay. Dann nehmen wir doch das Brot mit. Da oben steht zumindest schon mal ein Moped. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Da höre ich zumindest einen Zombie. Daraus können wir uns dann gleich... Oh. Also Lebensmittel, ja, gibt es hier mehr als genug. Stoffwechsel, ach komm, ich hau mir mal direkt den ganzen, nee, ich hau mir die Zwiebel hier rein. Dann stinke ich zwar nach Zwiebel, aber ich kann mir den Käse vielleicht mitnehmen. Kann ich den packen, weil ich brauche das. Hätten wir hier eine Hunter, ich bin nicht der Hunter-Freund, also lassen wir sie liegen. Hätte hier auch schon ein Schloss. Ein wenig Schrott. Aber danke, nein danke. Wie sieht die Kiste hier aus? Ich gehe einfach mal drauf. Ah, ja gut. Halb tot. Kein Treibstoff, keine Batterie. Der Vorteil hier in den Dingern ist natürlich, wir brauchen keine Batterie. Motorräder haben Kickstart. Wir könnten dadurch... Ja, Leute, die mich kennen, wissen, ich kann keinen Crossbow liegen lassen, weil ich die geil finde. Das heißt, jetzt erstmal den Crossbow hier mitnehmen. Die Zombie-Tante hier mal umlegen. Und vielleicht auch mal gucken, dass wir aus ihrem Zeug dann einen improvisierten Rucksack herkriegen. So, Geld hat die Dame auch bei. Das ist sehr schön. In Lumpen zerteilen. Da wäre jetzt vielleicht die Säge von Vorteil gewesen. Der improvisierte Rucksack ist auf jeden Fall schon mal von Vorteil. Auch nur 125 Ruhmpunkte. Also was das, ja. Das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht hier an dem Server. Okay, das sind normale Lumpen. Ich hoffe, der Server besteht auch ein bisschen länger und nicht nur ein paar Tage. Auch 3 und ein Seil, okay. Seil müsste ich doch aber jetzt eigentlich schon herstellen können, oder? Wo ist denn? Seil ist da. Nein, mir fehlen noch einer. Gut. So, das schon mal direkt herstellen. Dann mache ich daraus dann einen improvisierten Kurierrucksack.
herstellen. Wahrscheinlich wie immer in dem Spiel lässt er dem schmutzige Lumpen liegen und nimmt die normalen Lumpen. Ist ja eigentlich schon fast Standard hier in dem Game. Der immer das, was man eigentlich noch gebrauchen könnte, zuerst nutzt. Ja, obwohl, diesmal hat er mir doch ein bisschen was da gelassen. Jetzt eigentlich das Ding mitnehmen. Ich nehme mir einfach doch auch mal Säge wieder mit. Uns jetzt ein bisschen hier um, was wir so finden. Ja, das läuft, obwohl, warte mal, damit können wir direkt schon mal den Crossbow reparieren. Direkt auf 100%, das ist sehr schön. Eine neue Unterhose brauche ich gerade nicht. Ach ja, hier ging doch das Fenster rein. Ah. Okay, kriegt noch eine, komm, den packen wir mal. Die Hand. Wer weiß, was wir hier noch Schönes finden. Das ist schon fast High-Loot, im Gegensatz zu den Servern, wo ich sonst spiele, wo man stundenlang nach einer Werkzeugkiste sucht oder sich lieber selber baut. Aber okay, das ist... Also ich finde es nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin. Rucksack wäre mir jetzt definitiv trotzdem lieber. Jetzt doch mal hier auspacken, weil das bringt nicht. Kann ja auch mit der Säge zukloppen. Das, ja, das nehme ich jetzt aber auch nicht mit, weil ich definitiv herstellen hier, also. Gut, also es ist zumindest mal kein Low-Loot-Server, weil, wie ihr seht, gibt es hier mehr als genug. Das hier für eine Baracke, ach, das sind die Toilettenhäuschen oder so, ne, die brauche ich gerade nicht wirklich. Gehen wir mal hier rein. Hier finde ich wahrscheinlich auch sogar ein Tagebuch, sehr schön. Besser ohne Ende, vermute ich. Aber am liebsten wäre mir gerade ernsthaft eine, war auch mit, eine, ein Rucksack. Eine Rucksack, sondern ein Rucksack. Hier haben wir sogar noch Zucker. Noch mehr Geld. Obwohl, eigentlich kann ich die anlassen. Bringt mich eigentlich genauso weit. Wenn ich einen Rucksack finden würde, wäre das super schön. Da gibt es noch mehr Geld. Hier gibt es ein nächstes Set. Dann das mal hier. Hallo? Auch nicht. Buch ist eben sogar schon zu schwer. Mach das jetzt. Das müsste klappen. Jawohl, ja. Heilige Scheiße. Also wie ihr seht, ich habe hier gerade ein Luxusproblem. Ist hier echt. Ja, auch aus das hier rüber, das da rum,
sehr großes Luxusproblem. Es gibt genug Loot, ich habe nicht genug Sachen, Taschen. Überhaupt alles mitzuschleifen hier. Warte mal, es gibt doch hier, ich muss gerade nochmal. Handwerk, ich kann doch bauen. Dieser eine Rucksack. Den hier, glaube ich, ne? Da brauche ich zwei Leder. Ja gut, das wären noch zwei Häute von den Zombies. Fünfmal Lumpen. Super funktioniert. Baue mir gleich einfach so ein Teil und gut ist, wenn ich hier nichts finde. Glaube, das werde ich jetzt auch gleich mal machen. In die Hände nehmen, hier suchen. Oh, sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Eigentlich Zombies suchen. Aber wir gehen einfach mal ins nächste Gebäude und schauen, ob es hier vielleicht einen Rucksack gibt. Nee, aber eine Axt. Mehr Geld. Schraubendreher. Noch eine Werkzeugkiste, die lassen wir aber hier, weil da ist mehr drin wie hier. Dann nehmen wir die mit. Ja, das ist echt schon jetzt ein Luxusproblem. Ah, so. Schraubendreher ohne Ende. Schreiender Zombie, sehr schön. Problem ist, es ist gerade nur ein Zombie hier. Asche zu bauen brauche ich ja definitiv zwei, weil ich brauche zweimal Haut. Das ganze gute Zeug jetzt hier liegen lassen. Okay, Werkzeugkisten gibt es hier mehr als genug. Auch Elektrikerwerkzeug. Das ist auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie sieht es aus, wenn man hier runterspringt? Auch nicht wirklich schlimm. Man überlebt. Hier ist noch mehr Seil. Hier ist gerade irgendwie meines Erachtens nach Schlaraffenland. Weil hier ist plötzlich alles so im Überfluss. Natürlich jetzt mal schauen. Da ist auf jeden Fall ein Zombie. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo einen gibt. Ja, komm her, ich brauche deine Haut. So. Auge brauche ich hier. Problem, was ich hier habe, ist halt, dass es keinen zweiten gibt. Ich möchte definitiv noch einen zweiten Zombie.
Das ist gerade echt mein Problem. Ich brauche einen zweiten Zombie und hab keinen. Hier gibt es zumindest schon mal bessere Schuhe. Also zumindest besser als die, die ich trage. Vielleicht habe ich ja das Glück und finde jetzt hier mal einen Rucksack. Bräuchte ich mir keinen mehr bauen. Aber glaube ich gerade nicht so prickelnd aus. Aber Geld haben wir wieder gefunden. Ja, super. Nee. Das auch nicht. Das auch nicht super. Ein Schloss, ja super. Thermometer. Mal die Handschuhe. Bei dem ganzen Loot müsste es doch eigentlich schon. Irgendwo Wölfe, sehr schön. Müsste es doch eigentlich schon, ja. Rucksack gegeben haben bei dem High-Loot, den es hier eigentlich gibt. Passt. Vorschlaghammer. Ja, den nutze ich ziemlich ungern, weil der mein Charakter eigentlich allgemein viel zu langsam ist, um den. Ja, da unten war übrigens gerade ein toter Zombie, ne? Winter eigentlich, obwohl ich bräuchte die eigentlich gar nicht mehr. Oh. Ja, ich weiß, jeder, der jetzt so einen. Eine Nadel braucht, würde mich wahrscheinlich verfluchen, weil man nimmt keine Metallnadeln, um Nähzeug herzustellen. Aber da das für mich hier eigentlich nur ein Durchgangsserver ist und ich hier nicht wirklich lange bleibe, nehme ich das jetzt einfach mal in Kauf. Baue mir hier ein Nähset. Dann nehme ich das wieder in die Hände. Habe ich sonst noch was? Nee. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ach, ich kann ja aus dem Fenster hüpfen, fällt mir gerade ein. Hopp. Weil es gibt ja keine Schmerzen hier. Problem ist, die Werkzeugkiste stehen lassen wegen Zombie-Mangel. Habe ich hier noch nie erlebt, dass es hier keine Zombies gibt. Also eigentlich laufen hier immer zig Zombies rum. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Vielleicht habe ich Glück, dass ich hier in den Kisten irgendwo einen Rucksack finde. Bei meinem Glück sowieso nicht, aber man weiß ja nicht. Das weg. Ein Holz da, ja, den brauche ich gerade nicht wirklich. Ich bin sowas von dämlich gerade. Finde keinen zweiten Zombie, das ist mir egal. Wir bauen jetzt einfach einen Köcher. Ist mir gerade mal so aufgefallen, als ich drüber nachgedacht habe, dass ja jetzt ein paar Pfeile nicht schlecht wären. So, dann nehmen wir erstmal das. Schauen wir jetzt einfach mal das Zeug hier durch. Verstärker lassen wir mal. Ja, und auch Wölfe. Hier ist aber leider auch nichts drin. Aber ich könnte vielleicht, wenn alles gut geht, die Werkzeugkiste wieder mitschleifen und muss sie hier nicht liegen lassen. Wieso in die Hände nehmen? Passt die nicht doch? Die passt doch. Warum packt er die nicht ein? So, ich habe zumindest jetzt hier gerade nochmal irgendwo einen Zombie gehört.
den ich auch gerne sehen würde und nicht nur hören. Oh, ernsthaft noch eine Werkzeugkiste. Ich fasse es einfach nicht. Ernsthaft, Leute. Und ich sage, kein Rucksack in Sicht. Ich muss hier schon Schraubendreher liegen lassen und alles andere. Ich könnte gerade noch einen Schraubendreher. Ja, super. Also meine erste Mission ist jetzt erstmal zu versuchen, einen zweiten Zombie zu finden, der mir seine Haut da lässt. Ja, hier liegen jetzt zwar die Klamotten von dem anderen Zombie, aber leider nichts anderes, weil ich den eben nicht ausgenommen habe in dem Sinne. Schauen uns das jetzt einfach mal an. Hier oben sind ja auch noch drei Kisten. Ah, noch eine Energie-Garn. Wir hätten aber mal zumindest eine schicke Hose. Inventar öffnen. So, da passt auf jeden Fall noch ein bisschen was rein. Das können wir mitnehmen und das Schloss auch. So, sehr schön. Die Hose werden wir uns jetzt auch erstmal reparieren. So, dann gucken wir jetzt, dass wir da runterkommen. Ich denke mal, auch das gibt keinen Schaden. Nee. Also das finde ich gerade ein bisschen blöd eigentlich, dass man eigentlich mittlerweile überall runterspringen kann. Keinen Schaden kriegt. Ich schaue jetzt einfach mal hier in der Halle. Vielleicht haben wir ja hier Glück. Der Resé ist schon kommen. Ich mir gleich einen großen Rucksack gebaut habe oder sonstiges. Werden wir wahrscheinlich was anderes kriegen. Aber wie ich sehe, sind gerade auch die 30 Minuten vorbei oder sogar schon ein bisschen mehr. Von daher werde ich jetzt mal hier pausieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Und ich würde mich freuen, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und sagt bis dahin, ciao, der Falli.